Egon Schiele, Like a Rolling Stone. Sie sehen schon, wir reden über einen Maler, der den Vorteil hatte, dass er sein ganzes Leben lang jung war. Im Unterschied zu dem anderen Rolling Stone, der hier auf diesem ersten Bild drauf ist, der hat das nicht geschafft und manchmal wird man eben mal für den Nachruhm, nicht für die Persönlichkeit, hat er sehr Vorteil. Herr Zeigler, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Und zwar deshalb, weil ich ja eigentlich zuständig bin für Diagnosen auf Bildern und wir fangen zwar mit Diagnosen auf Bildern an, aber es ist keine so harte Diagnose und ein bisschen geht es dann direkt in Ihr Thema Krankheiten von Künstlern. Ich hoffe, Sie verzeihen mir. Also wir machen diesen kurzen Schlenker und dann stürzen wir uns auf Egon Schiele. Das hier ist die Krankheit. Dargestellt ist eine Zeichnung von Egon Schiele, das ist die Zeichnung seiner kranken Frau. Gezeichnet steht hier abends am 27. Oktober um 10 Uhr abends, das hat hier hingeschrieben, und sie schaut mit etwas gesenkten Augenlidern, aber ansonsten nachdenklich, eingefallene Wangen, schwierig hier aus so einer Zeichnung eine Diagnose zu stellen. Die zweite Zeichnung ist nicht mehr genau beschriftet, wahrscheinlich vom 28. Oktober und hier immer noch ein klarer Blick, immer noch die gleichen Haare, aber die Zeichnung ist einige Stunden gemacht worden, bevor Edith Schiele, das ist seine Frau, verstorben ist. Am Morgen des 28. Oktober um kurz nach 8 war sie, nachdem sie nur einige Tage lang krank gewesen war, verstorben. Das zeigt Ihnen ein Passbild von Edith Schiele, damals hieß sie noch Edith Herbst, das war 1914. Und hier sehen Sie aus dem Vergleich, das machen wir in der Medizin gerne, aber auch hier kann man eigentlich keine Diagnosen stellen. Auf dem Passbild sieht sie auch nicht gerade strahlend aus, aber hier ist sie natürlich sehr viel schlanker und eingefallen. Im Vergleich könnte man auch eine Zeichnung ihres Mannes oder eine Aquarelle ihres Mannes heranziehen. Dort hat sie die gleiche Handhaltung. Das ist nun deutlich früher gewesen. Dort, die Jahreszahl ist übrigens falsch, das ist auch 1914, aber trotzdem einige Jahre früher, dort sehen Sie schon, dass sie also deutlich voller war. Und hier kann man schon den Vergleich von krank zu gesund machen. Das Herausragende ist, dass der Maler selbst sich nun nicht selbst malen konnte, aber das sind Fotografien von einer Freundin von ihm am 30. Oktober. Also einige Tage später. Und hier befindet er sich bereits in der Wohnung seiner Schwiegereltern und sieht deutlich mitgenommen und krank aus. Und man kann gar nicht genau erkennen, schläft er oder ist er, was er sehr rasch nach diesen Fotografien getan hat, ist er bereits gestorben. Das heißt, 2 Tage nachdem seine Frau gestorben ist, nachts um 1 Uhr, ist Egon Schiele selbst gestorben. Und wir werden darauf zurückkommen. Aber die spannende Frage, wenn wir uns mit Egon Schiele beschäftigen, um sein Leben zu verstehen und um seine Malkunst zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Geschichte werfen, obwohl es ja so lange gar nicht her ist, aber in was für eine Welt denn Egon Schiele groß geworden ist und wie die Kunst dieser Welt aussah, wie Künstler in dieser Welt aussahen. Und das zeigt eben seine Familie, 3 Bilder aus der Jugend. Das hier ist eines der wenigen Bilder seines Vaters, seine Mutter. Sein Vater war bei der Eisenbahn in der Nähe von Wien, in Tulln an der Donau. Die Mutter ist aus Böhmen, aus Krumau. Das sind die 3 Kinder und das sind die 3 überlebenden Kinder. Eine ganze Reihe von Kindern sind im Ehepaar bereits verstorben. Vermutlich wegen der Erkrankung des Vaters. Der Vater hatte, wie nicht wenige Männer zu Beginn oder zu Ende des 19. Jahrhunderts, war an Syphilis erkrankt und ist auch daran
kurze Zeit später verstorben. Hier sieht man Egon Schiele als während seiner Kommunion. Hier fehlt der Vater bereits, er ist bereits verstorben. Egon hat einen Vormund bekommen und hier sehen Sie den jungen Egon Schiele und hier sehen Sie in der Hand bereits eine Palette. Das ist nun kurz bevor er nach heftigem Drängen gegen den Willen seines Vormundes die Schule verlassen hat und angefangen hat, Maler zu werden. Und das in Wien. Er ist 1890 geboren, das heißt, das war 95, 96, als er in jungen Jahren abging. Das sind seine ersten Zeichnungen. Sie sehen schon, das mit der Eisenbahn des Vaters, das hat er gemacht, um 1900, da war er 10 Jahre alt. Und hier sehen Sie die ersten Eisenbahnen, die ersten Versuche. Da kann man sich drüber streiten, ob das ein typisches und wie begabt das ist. Er wurde geboren in der habsburgischen Monarchie. Das ist, obwohl es jetzt 130 Jahre her ist, schwierig vorzustellen, wie gigantisch groß dieses eine Reich war. Der regierende Monarch war Kaiser Franz Josef, den kennen Sie alle noch aus den Sissi-Filmen. Damals hat er seine Frau kennengelernt, monarchisch sollte er verheiratet werden, gab es zwei Schwestern aus Bayern, er hat sich für die Jüngere entschieden. Dieser Film mit Romy Schneider ist historisch fast völlig richtig. Aber dieses riesengroße Reich, schwierig zu regieren, Ungarn hier, die ganze Adria hier runter und ganz in der Mitte Wien als das Zentrum dieses riesengroßen Reiches. Und dieses Selbstverständnis von Wien als dem Zentrum eines so gewaltigen Reiches ist natürlich heute schwierig nachzuvollziehen, aber es ist wichtig, wenn man verstehen möchte, aus wie vielen Schichten und Interessen sich das zusammengesetzt hat. 19. Jahrhundert, das zeigt die Bevölkerungsentwicklung in Wien seit 1810, und da sehen Sie, hier haben wir 1900 eine dramatische Bevölkerungsentwicklung. Wien hat in den 40 Jahren von 1860 bis 1900 dramatisch an Bevölkerung zugenommen, eigentlich das ganze Jahrhundert über. Und die Kurven, die ich Ihnen zeigen könnte, was die Entwicklung angeht, wie ist das Einkommen gestiegen, wie ist der Reichtum zumindest mancher Schichten der Bevölkerung gestiegen, das wäre fast überlappend. Das zeigt Ihnen eine Stadtkarte von Wien. Und da sehen Sie in der Mitte das mittelalterliche Wien, hier sehen Sie noch die Stadtmauern, dann sehen Sie hier das Glacis, was sich seit dem Türkenkrieg sehr bewährt hatte, weil man hier schießen konnte auf die Angreifer und dann die Vorstädte, dass das heute die Bezirke 2 bis so und so viel sind von Wien. Und die große Entscheidung in den Ende der 50er Jahre war, dass dieses hier bebaut werden sollte. Sie können sich vorstellen, wie heutzutage das ein Geschäft für Immobilienspekulanten. Beteiligt war natürlich die Krone, Franz Josef und der Hof, aber beteiligt war auch die Stadt Wien. Und die Entscheidung hier zu bauen führte dann zu einer sehr großen Entscheidung, genauso wie in Paris einige Jahrzehnte vorher, nämlich den Ring zu bauen. Hier sehen Sie, wie das aussah, bevor man anfing zu bauen, also ein sehr großes Gelände. Und dieses Gelände wurde auf der einen Seite bebaut mit offiziellen Bauten. Hier sehen Sie eine dieser Baugruben für die Hofoper. Und diese Häuser hier sind entweder Mietwohnungen für Spekulanten oder für Paläste reicher Personen. Insgesamt wurde hier sehr viel Geld umgesetzt. Sie können sich vorstellen, die Stadt und der Hof haben sich darum gestritten. Die Stadt hat fast nichts bekommen, aber wenn Sie heute nach Wien fahren, sie hat sich immerhin insofern durchgesetzt, als die ganzen Parks und Grünflächen, die da sind, durch die Stadt durchgesetzt wurden gegen die Bauinteressen. Das zeigt Ihnen hier das Burgtheater. Und die Ringstraße hat, und das ist wichtig für ein Verständnis von Wien, 1879 ein großes Fest gefeiert. Dort wurde zum Thronjubiläum, zum Ehejubiläum und gleichzeitig zur Einweihung der Ringstraße ein riesengroßer Festzug veranstaltet. Und dieser Festzug spiegelte Wien, so wie es dann auch für die nächsten 30 Jahre bis zum Ersten Weltkrieg und vielen, vielen Spuren heute noch vorhanden ist,
wie sie Wien wiederfinden. Das zeigt Ihnen die Entwürfe dafür. Und die Entwürfe sind von dem Starmaler der damaligen Zeit, das ist sozusagen unser Ausgangsmaler, von Hans Machart. Hans Machart war Professor an der Akademie, man hat ihn Ende der 60er Jahre nach Lehr- und Wanderjahren wieder in Europa berufen. Und hier hat er ganz im Sinne von Albrecht Dürer einen Triumphzug gemacht. Und was Sie hier sehen, sind die Teilnehmer der Stadt Wien. Das ist fast wie die Theateraufführung, die wir in der Nephrologie machen. Herr Menne mag es hier erkennen und manche andere auch, wenn wir Theater spielen. Das ist nicht unser Vorbild, nur nebenbei gesagt. Das ist sozusagen nur eine kollaterale Bemerkung. Aber wenn Sie hier sehen, wenn Sie genau hinschauen, da ist Karl Lebel Zuckerbäcker. Das ist der Lebel, dem diese Cafés alle gehören. Das heißt, hier sind die ganzen Familien, die Reichen versammelt. Und wenn Sie sich das in der Übersicht anschauen, da sehen Sie, da war ganz Wien auf den Beinen. Das ist zumindest die größte Party, die ich mir vorstellen kann. Und alles organisiert von Herrn Macker. Das zeigt Ihnen das Atelier von Macker. Und ich erzähle Ihnen das, weil es eine Vorstellung gibt, wie Künstler in die betrachtet werden. Das heißt, die Beziehung zwischen dem Bürgertum und den Künstlern ist eine sehr enge gewesen. Und in diesen Räumen des Machertschen Ateliers, was nebenbei von der Krone bezahlt wurde, er hat das sozusagen bekommen bei seiner Berufung, davon träumen heute Professoren auch noch, wurden rauschende Partys gefeiert, er ist manchmal untervermietet, für nichts. Und das zeigt den Hans Machert hoch zu Ross. Das ist die Vorbereitung für den Festzug. Aber das hier ist nicht der Festzug, das zeigt Ihnen die Beerdigung von Hans Macker. Das ist der Trauerzug, als er 1889 übrigens auch in der Syphilis gestorben ist. Das war der Stil von Macker, nicht unbedingt das, was man sich heutzutage vorstellt und bestimmt nicht, warum sie hier sind, um Ego und Schiele kennenzulernen. Aber diese Malerfürsten waren diejenigen, die dann porträtiert haben. Und es gab nur zwei Auftraggeber, grob gesprochen. Es gab einmal die reichen Familien, die sich hier porträtieren ließen. Anna von Waldberg, Fournier, Gamillon, da können Sie sich schon vorstellen, das sind wohlvermögende Familien gewesen. Und das hat das Einkommen der Maler ausgemacht. Ruiniert waren sie trotzdem. Macker hat, nachdem er gestorben ist, alle seine Schulden seiner Familie hinterlassen. Und wir werden gleich über Egon Schiele sprechen. Aber das hier ist, wo sich die Maler wiedergefunden haben. Das zweite Charakteristische für die Zeit war, dass wir über Moderne reden. Ich möchte gar nicht so weit zurückgehen. John Macart hat in seiner Begeisterung für die 48er Revolution sich eher von seinen Vorvätern unterschieden. Aber das hier war dann die Gründung der Sezession, das war die erste richtige Abspaltung. Sie sehen, das sieht nach Jugendstil aus, das ist modern und ganz anders. Und das sind die Herren Maler, die sich in der Sezession abgetrennt haben von der etablierten, das ist Gruppenbild von Mitgliedern der Wiener Sezession. Und Sie sehen schon etwas unkonventionell. Und der Kopf von allen sitzt hier. In einem Bauernkittel, und da sehen Sie auch dort die Abkehr von diesem Renaissance-Tand, was Sie vorher bei Macker gesehen haben. Und das ist Klimt. Gustav Klimt, der mit der Sezession angefangen hat und dann dieses Ganze ins Leben gerufen hat. Das sind die Jugendstilarchitekturen, die Sie kennen aus Wien. Das hier sind die Wiener Werkstätten, wo Möbel und Gebrauchskunst verfertigt worden ist. Und das hier ist das erste moderne Bauwerk, die Postsparkasse von Otto Wagner. Und solche nüchternen Räume, die wir heutzutage schon fast wieder als klassisch modern bezeichnen würden, haben damals natürlich viel Aufsehen erregt. Und ganz Wien war damals das Wien, warum wir heute als Touristen hinfahren. Deswegen Zeitung und Café. Das Kaffeehaus als der Ort, wo in der Regel niemand etwas einfällt, aber außerhalb des Kaffeehauses fällt dann noch viel weniger ein, wo sich Leute wie Peter Altenburg, die ihr ganzes Leben im Café verbracht haben,
oder Mussel den Verwirrungen des Zöglings Dörlitz. Und wenn wir gleich über Schiele tatsächlich reden, dann werden Sie sehen, das ist nicht so weit davon entfernt. Das sind die Cafés, das ist das Café Zentral, das ist Karl Kraus mit der Facke, der wütend bestimmte Maler bekämpft hat. Aber auch die Politik war vertreten. Dieser Herr hier, einer der berühmtesten Politiker der damaligen Zeit, Graf Klamm Martini, der hat zum Beispiel auf die Frage, fürchten Sie sich vor einer Revolution in Russland, gesagt, wieso Revolution? Ich kann das auf Österreich stehen. Soll vielleicht der Herr Bronstein aus dem Café Zentral Revolution machen? Das war Trotzki, der hat 7 Jahre lang Schach gespielt. Und da sehen Sie schon, das war eine lebendige Atmosphäre. Nicht zuletzt gab es diese berühmte Couch, Sigmund Freud. Und wen ich hier vergessen habe, zum Beispiel bei diesen Cafés, ist das hier, Herr Steiner, Reformbewegung. Und das ist wichtig, wenn man nachher das Phänomen Egon Schiele versucht zu verstehen, wie turbulent es zuging mit den verschiedenen Diskussionen, wie viel diskutiert wurde. Und auch wenn Sie Freud und Schiele nicht selber gekannt haben, ganz andere Zirkel, gab es nichtsdestotrotz Berührung. Ich hatte Ihnen gesagt, Gustav Klimm war derjenige, der die Sezession gegründet hat und sozusagen der Mentor von Egon Schiele. Angefangen hat auch er mit einem berühmten Bild aus dem Burgtheater. Hier kann man alle erkennen, das ist so ähnlich wie das, was Makart gemalt hat, die gesamte Wiener Gesellschaft, hat dann zuerst dekorativ gearbeitet, hier ausgemalt, also die zweite Quelle von Aufgaben, die man von der öffentlichen Hand bekommen konnte, innerhalb des Burgtheaters. Und dann mit Beginn der Sezession als alternativer Künstler, und diejenigen von Ihnen, die sich mit österreichischer Kunst auskennen, mit jemandem wie Herrn Mühl zum Beispiel, der in den 70er Jahren Exzesse gefeiert hat, der hat die gleichen Kleider angezogen, nur 100 Jahre später. Der Stil von Klimt war nun das, was wir unter Jugendstil verstehen, und sehr dekorativ. Also das Impressionistische abgewandelt in die Fläche, die Natur dargestellt in pointillistischen Verästelungen hier. Und das hat sich auch niedergeschlagen in solchen dekorativen Gebilden. Und das ist das berühmteste, welches Sie kennen, der Kuss, wo praktisch die Gesichter noch da sind und alles andere Dekoration darstellt. Und das hat ihn berühmt gemacht, das hat ihn bekannt gemacht mit großem Lebensstil. Das Ganze kommt auch durch japanische Einflüsse. Manche von Ihnen kennen vielleicht das Buch Der Hase mit den Bernsteinaugen, was vor 2 Jahren ganz en vogue war, über Sammlung japanischer Kunst in Wien um die Jahrhundertwende in den berühmten Familien. Das ist ein Bild, was Schiele kennengelernt hat, als er selber angefangen hat zu studieren. Und das hier hat dann Klimt berühmt gemacht, seine Porträts der Wiener Gesellschaft, wo die Porträtierten erkennbar sind und alles andere sich in Dekoration auflöst und sehr vollgepackt ist. Klimt hatte den gleichen rasanten Lebensstil wie Makart. Die Vorstellung war, dass alle seine Modelle, die aus der besseren Wiener Gesellschaft waren, seine Geliebte waren. Das hier ist Adele Bloch-Bauer, ein Nachkomme der bauerischen Familie, hat noch 1938 bezeugt und nachweisen können, dass Klimt, der Vater, ist mit einem Vaterschaftsnachweis, was 1938 bei den Nazis dann ganz günstig war, wegen des Ariennachweises. Manche von Ihnen mögen sich daran erinnern, dass dieses Bild für fast 100 Millionen Dollar vor einigen Jahren wieder in den Besitz der Familie Bloch-Bauer zurückgekehrt ist, und das hier als Fritzi Riegler, als zweites Beispiel für dieses Dekorativ. Aber auch Klimt hat sich dann mit der Gesellschaft zerstritten. Das ist seine bekannte Fakultätsbilder, also ein großer Auftrag der Uni zu malen. Und das war denen zu modern, zu somnambulistisch, zu psychologisch und zu pornografisch. Und es gab eine große Diskussion darüber, die ganz Wien einbezogen hat. Und letztendlich sind diese Bilder dann nie an dieser Stelle entstanden, sondern die Fakultät, Fakultäten sind in der Regel konservativ, hat sich für eine andere Auswahl entschieden.
Und in diese Welt ist Egon Schiele hineingeboren worden und hat seine Ausbildung als Maler angefangen. Unter der Vorstellung, dass wenn man Maler wird, dass man dann in diesem Wien, und er ist aus Wien, fast nie herausgekommen, dass man dort realisiert, so wie ihn das von Klimt und von Makart schon dargestellt haben. Wie gesagt, das sind seine ersten Zeichnungen, das ist noch früher, dieser Zug und dieses kleine Auto, zwei Auto, Eisenbahnen, ein Automobil in der Sammlung Schiele. Er sollte ursprünglich nicht an der Akademie, aber war so talentiert, hier sehen Sie eine Zeichnung, dass er bei diesem Professor, Professor Kriegenkerl aus Oldenburg angefangen hat. Und Kriegenkerl ist bekannt geworden mit so schönen Aussprüchen gegenüber Egon Schiele. Ich weiß nicht, wer Sie in meine Vorlesung geschissen hat. Das Verhältnis war gestört. Der junge Schiele war sehr begabt. Man musste in der Klasse Kriegenkerl am Tag eine Zeichnung abliefern. Und Schiele war dafür bekannt, dass er 15 Minuten vor Schluss kam. Alle anderen saßen mehrere Stunden schon da und haben gemalt. Und er hat sich hingesetzt und hat solche Dinge innerhalb von 15 Minuten gemacht. Er hat auch Herrn Kriegenkerl zu Tode geärgert, weil er sich selber gestoppt hat. Er wollte dann es in weniger als 10 Minuten schaffen. Und das können Sie sich vorstellen, hat den Professor zur Weißglut getrieben. Während dieser Zeit sind die ersten Bilder entstanden und Kriegenkerl hat schon zähneknirschend zugegeben, dass Egon Schiele sehr begabt ist. Aber er hat es gleich umgemünzt und hat gesagt, der ist viel zu begabt. Aus dem kann gar nichts werden, weil ihm das alles viel zu leicht fällt. Schiele war viel unterwegs. Die Eisenbahn, schon zu Zeiten, als sein Vater noch lebte, hatte einen Freifahrschein, sodass in diesem großen Reich man mit der Eisenbahn sehr weit fahren konnte und Triest war eines seiner bevorzugten Ausflugsziele. Aber sehr rasch hat er dann als begabter Zeichner mit einem unglaublich schnellen, kühnen Strich, und das können Sie hier sehen, so schnell wie er zeichnen konnte und so sicher wie er die Striche gesetzt hat, hier in diesen Akten, hier in diesem Akt, hat ihm das gekennzeichnet. Er war so schnell, dass er eigentlich ständig nur unterwegs war mit einem Blatt Papier oder einem Karton und dann diese Skizzen gemacht hat. Und auch in seinen Gemälden, das ist ein Selbstbildnis, das ist eher vor dem Spiegel, schlägt sich das nieder. Aber, und das ist wichtig, wenn wir gleich die anderen Bilder anschauen, zu dem Zeitpunkt war er mit diesem Selbstporträt gerade mal 20. Das heißt, als er diese Skizzen gemacht hat, war er 16, 17, und Sie können sich vorstellen, das ist halt ein sehr junger Mann, und deshalb habe ich das als Rolling Stone gekennzeichnet. Hier sehen Sie in den Fotografien, also schon ein bisschen älter, wie er kokettiert mit sich selber als Maler, mit dieser großen Begabung, die er hatte. Und seine Vorbilder waren dann Klimt. Er hat die Akademie verlassen. Es gibt ein sehr schönes Manifest, gefällt mir ganz gut. Da haben er und 6 Kollegen, das waren nun 6 Jahre nach der Sezession, einen Brief geschrieben. Da standen so rhetorische Fragen drin. Ist Kunst nur das, was der Professor als Kunst bezeichnet? Fragezeichen. Und die nächste Frage war, hat der Professor immer recht, wenn er behauptet, dass Kunst ist? Fragezeichen. Also das ganze Schriftstück ist nicht sehr literarisch, aber halt sehr, boah, schon anti-autoritär. Bevor sie ihn von der Schule schmeißen konnten, ist er verschwunden und hat sich dann der Sezession angeschlossen, hat gesehen, man kann auch außerhalb der Akademie. Und Sie sehen schon in seinen ersten Gemälden, das hier ist sein späterer Schwager, Anton Peschka. Und das ist ganz deutlich von den dekorativen Elementen her, von den Jugendstilelementen her, von den Strichen her, auch von der ganzen Art von seinem Mentor ganz heftig beeinflusst. Klimt hat sich sehr viel um die jungen Künstler gekümmert. Und schon um Egon Schiele ganz besonders. Es war jetzt kein sehr enges Verhältnis, aber wie gesagt, sie hatten viel miteinander zu tun. Und hier sehen Sie aber schon aus dem gleichen Jahr, das ist seine Schwester Gerti, die er viel porträtiert hat.
Und da sehen Sie schon die größte Veränderung gegenüber Klim. Während in diesen ersten Bildern immer noch die Fläche richtig ausgemalt wird und immer noch dekorativ behandelt wird, hier mit diesem silbernen Hintergrund, ist es hier schon so, dass er sich mit Hilfe seines kühlen Striches getraut, den Rest der Fläche freizulassen. Und das sehen Sie an diesen Bildern ja auch. Das sind seine ersten Kontakte, als er dann auf sich selbst gestellt war. Das ist sein erster großer Förderer, Arthur Rössler, war Literat, Kunstkritiker, hat nie seine Doktorarbeit abgeschlossen an der Wiener Uni, aber hat viel geschrieben und hat sehr früh die Begabung von Schiele erkannt. Und obwohl Schiele nicht sehr dankbar war, hat ihn Rössler auch mit seinen Schriften im deutschsprachigen Raum in Berlin und in München, Dresden sehr gefördert. Und hier mit Max Oppenheimer hat Schiele das erste Jahr, nachdem er die Akademie verlassen hat, sehr eng zusammengemalt. Die beiden haben sich gegenseitig porträtiert. Und Oppenheimer ist später nach Berlin gegangen, obwohl und Schiele hat Wien nie verlassen. Er hat dann versucht zu arbeiten, um Geld dafür zu bekommen. Das sind seine ersten Zeichnungen, Aquarelle, Postkartenentwürfe für die Wiener Werkstätten und er war nicht sehr erfolgreich. Die Wiener Werkstätten waren Jugendstil, sehr viel strenger als das, was Egon Schiele gemalt hat, sodass das schon aufgenommen wurde, dass er dort mitarbeiten konnte, aber kein sehr geschätztes Mitglied geworden ist. Und dann hat er in den nächsten 2-3 Jahren unglaubliche Mengen von Zeichnungen produziert. Ja, den versucht zu erläutern, wie schnell er gezeichnet hat. Und er war natürlich Bettler. Er hat für die Akademie ein Stipendium bekommen, seines Bruders. Der war Ingenieur, wollte, dass er auch Ingenieur wird, fand schon Maler an der Akademie furchtbar. Aber jemand, der das Studium abgebrochen hat und unter diesen Umständen, der hat relativ wenig Geld gehabt, sodass Egon Schiele mühselig ein Atelier bieten konnte in den schlechteren Vierteln. Und er hat gemalt, was er als Modelle haben konnte. Er war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Er ist nie weggefahren, ohne eine Holzspieleisenbahn einzupacken, sein ganzes Leben lang. Und sein Atelier war voll mit Kindern. Kinder, die damals natürlich in diesen Vierteln in Wien zu Haufen unterwegs waren und in diesem Atelier gespielt haben und Egon Schiele hat sie gemalt. Dutzende, hunderte von Zeichnungen, die während dieser Zeit entstanden sind. Und dann hat er sich als 19-, 20-Jähriger auf Modelle gestellt. Das ist ein kleiner Ausschnitt, wenn Sie sehen, dass das wie eine Welle ist, wenn Sie ins Internet gehen und Egon Schiele aufrufen und das sind die Bilder, die viele von Ihnen kennen, weil jedes von diesen Bildern ist natürlich für sich ein großes Kunstwerk, eine ganz hervorragende Zeichnung oder ein Aquarell. Aber er hat so viele davon gemacht, dass es praktisch wie eine Welle über einen hereinbricht. Und dann auch dazu passend mit 1920 Selbstporträts. Zerrissene Selbstporträts, die zeigen, dass dieser junge Mann kann ja auch gar nicht mehr sein mit diesem Talent und in dieser Zeit mit sich nicht im Reinen war. Aber gleichzeitig natürlich auch extrem arrogant. Wie viel Zeit er vor dem Spiegel verbracht haben muss während dieser Zeit, um sich selber zu studieren und dann mit diesem Talent sich zu malen, mit diesen Händen, mit diesen ausgeprägten, mit dieser Haltung hier angedeutet, diese Skizzen, die er hier hat, im schwarzen Anzug, so können Sie sich vorstellen, wahrscheinlich hat er sich mehrfach am Tag umgezogen, nur um sich noch einmal selber anders darstellen zu können. Und dann die erste richtige Beziehung. Nach dem ganzen Durcheinander, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, war das Walli Neuziel. Walli kam vom Land. Es ist nicht hundertprozentig klar, aber sie hat schon Modell gestanden für Klimt. Und natürlich können Sie sich vorstellen, wie zu dieser Zeit Klimt hat praktisch eine seiner Modelle abgegeben an seinen jungen Mentier. Und Walli Neuziel war aber diejenige, mit der Klimt dann die nächsten 3 Jahre als geliebte Freundin und als Modell unterwegs war. Da sehen Sie,
eher immer noch etwas linkisch, dass sie geht mit ihm spazieren, bestimmt eine faszinierende Beziehung. Und er hat sie dann unablässig gemalt. Das ist Bild, das war die 1912 gemalt im Leopold-Museum mit großen Augen. Das ist in allen Posen, die es von Wally Neuzi gibt, sehr viele unterschiedliche, auch pornografische Darstellungen. Hier sind Bilder zu sehen, die alle mit dem gleichen Modell entstanden sind. 1912 ist dann Egon Schiele mit Wally das erste Mal in den Geburtshaus seiner Mutter gefahren, nach Krumau, hat einen wunderbaren Sommer dort verbracht und hat ganz andere Bilder gemalt, nämlich das, was ihn bekannt gemacht hat, expressionistische Darstellung dieses kleinen Städtchens in Böhmen. Hier sehen Sie das noch einmal, sehr verwunschen alles, er hat ein kleines Häuschen gemietet, aber like Rolling Stone, abends ist er mit einem Anzug, den er sich in Wien hat machen lassen, der violett und grün war, in der Stadt spazieren gegangen mit Wally, die nicht mit ihm verheiratet war und die er im Garten gemalt hat. Das Ganze ist am Hang. Man kann in diese Gärten reinschauen. Und wenn ihn jemand Scheel angeschaut hat, hat er angefangen zu schreien, was das hier alles für Spießbürger wären, die nicht akzeptieren können, dass er ein richtiger Künstler gewesen wäre. Er war, wie gesagt, doch sehr selbstbewusst und immer noch sehr aggressiv. Aber er hat tolle Bilder während dieser Zeit gemalt. Das Ganze ging 2,5 Monate gut und dann musste er die Stadt verlassen, weil es einen Druck der Obrigkeit gab. Er ist später zurückgekommen, das sind Bilder, die aus den Jahren danach noch entstanden sind, aus Krumau. Und diese wunderschönen Bilder, wo Sie sehen, wie Egon Schiele den Einfluss von Klimt umgesetzt hat, auf der einen Seite weiße Flächen lassen, die er sehr gut gliedert hier mit diesen Fenstern und dann in dieser dekorativen Art und Weise mit den Elementen dieser Häuser mit der lokalen Architektur umzugehen. Er ist dann mit Wally Neuzier in die Gegend von Wien zurückgekehrt, nach Niederlengbach. Dort hat sein Fohmen gewohnt, kleines Dorf. Und wahrscheinlich wollte er sich auch wieder vertragen, weil es ihm auch mit dem Geld schlecht ging. Aber er hat seine Atelier, was er in Wien hatte, sozusagen weitergeführt. Es war voll mit Kindern und Jugendlichen. Und das hier ist eines der Abbilder, die er gemalt hat, Tatjana Georgette, einmal von Musik. Und da hat er natürlich das sich nicht bis zu Ende überlegt. Während die Jugendlichen, die in Wien im Modell gestanden haben, war Tatjana die Tochter eines ehemaligen Admirals der kaiserlich-königlichen Flotte. Tatjana hat sich wahrscheinlich in ihn verliebt, in so einen jugendlich-dynamischen Maler, kam eines Abends vorbei und hat gesagt, sie wollte gerne mit ihm nach Wien fahren. Sie hat ihren Eltern erklärt, sie müsste nicht nach Hause, sie würde dann bei ihrer Großmutter wohnen. Dann ist er mit Wally 19 und wir nach Wien gefahren, dann war es schon spät, dann sind sie zusammen ins Hotel gegangen. Am nächsten Tag war die Großmutter nicht da, dann sind sie wieder nach Hause gefahren und dort stand die Polizei. Und die Anklage war Kindesentführung, Kindesmissbrauch. Und dann hat man ihn ins Gefängnis gestellt. Und sein junger, sensibler Künstler leidet dann gleich. Es hat 5 Tage gedauert, bis man ihm Farben gegeben hat. Hier sehen Sie ihn als Gefangenen dargestellt. Hier auch noch einmal, das ist eine Gefängniszelle, die er skizziert hat. Er war nicht lange im Gefängnis. Einige Tage, einige Wochen. Weil die Kindesentführung ließ sich nicht aufrechterhalten, aber man hat sein Atelier durchsucht und letztendlich lautete die Anklage dann, dass er pornografische Bilder Jugendlichen zum Ansehen gegeben hat. Der Richter hat im Gerichtssaal eines dieser Bilder verbrannt, um nochmal darzustellen, was man mit dieser Kunst tun sollte. Und dann ist er freigesprochen worden und ist zurück nach Wien gegangen. Das war bestimmt einer der großen Einstände in seinem Leben. Er hat dann ein Atelier gemietet und das war das Haus gegenüber von seinem Atelier. Und in diesem Atelier hat er dann auf der Straße gegenüber diese beiden Schwestern gemietet. Diese Schwestern
Edith Harms und Adele Harms, die waren zum damaligen Zeitpunkt 23 Jahre alt und gingen dort aus und ein. Ihr Vater war ja logischerweise auch bei der Eisenbahn, ein strenger älterer Herr, und Egon Schiele hat beschlossen, sie zu heiraten. Die Frage war, wen von beiden? Er hat sich für Edith entschieden, aber hier ist ein Brief, wo wir jetzt nicht die Zeit haben, hier zu lesen, eine sehr schöne Karte an beide geschrieben, sodass es bestimmt die ganze Zeit lang offen war. Aber hier ist es dann ganz klar, Egon Schiele mit Edith Harms oder Egon Schiele dann zusammen. Und Sie sehen, wie sich das sofort umsetzt, das Kleid, was Sie hier auf Fotografien sehen, ist eines der Lieblingskleider gewesen, die Edith Harms anhatte, wenn sie ihr Mann gemacht hat. Es war nicht einfach, sich von Wangen Neuzier zu trennen. Aber auch das zeigt Ihnen so die Zeit. Wien 1914, 15. Die Frage war, wie geht man mit Beziehungen um? Egon Schiele hat zu Wangen gesagt, das ist ganz einfach. Ich heirate jetzt bürgerlich, das muss ich machen. Du kommst vom Land und bist Modell. Das geht nicht so gut, aber mein Angebot, und das ist alles dokumentiert, das haben wir gar nicht ausgedacht, mein Angebot ist, einmal da fahren wir Februar zusammen. Hat sie nicht akzeptiert. Sie ist aufgestanden und gegangen, ist 2 Jahre später als Krankenschwester in Dalmatien gestorben. Und für ihn war es nach diesen langen Jahren der Beziehung nicht einfach. Und das ist eines der Bilder aus dieser Zeit, wo die Interpretation ist, dass es hier um die Beziehung und den Abschied von Wangen Neuzier ging. Gleichzeitig sind das dann Bilder, die er gemalt hat mit seiner neuen Geliebten und Frau zusammen. Er hat die Eltern nach einiger Zeit davon überzeugt, dass er als Bettelarm Maler sie durchaus heiraten konnte. Und das zeigt ihm Bilder aus der Beziehung von seiner Ehefrau hier. Bunten, gestreiften Kleid 1917 und das ist sitzend 1915. Nach 3 Jahren ist Edith Schiele schwanger geworden. Und zum Zeitpunkt, als sie gestorben ist, war sie schwanger, fortgeschrittene Schwangerschaft, und das Kind ist mit ihr gestorben. Und das ist eines der Bilder, die er 1918 gemalt hat, wo er die für ihn größte Veränderung, dass seine Familie auf ihn zukommt, thematisierte. Und dann ist er langsam, aber sicher berühmt geworden. Nach den 4, 5 Jahren, wo es ihm nun sehr schlecht ging, hat er angefangen, als Porträtmaler zu realisieren. Sein Stil hat sich durchgesetzt. Das, was man ursprünglich nicht leiden konnte, war dann gewünscht. Ritter von Bauer, also gehobene Wiener Gesellschaft, Hugo Koller, einer der großen Buchhändler in der Stadt, haben sich von ihm porträtieren lassen und haben gutes Geld für seine Bilder bezahlt. Das hier ist Paris von Gütersloh, auch einer der Schriftsteller, avantgardistischen Schriftsteller in Wien zu dieser Zeit. Und sogar Frauen, wo das vorher ein bisschen schwierig war wegen seiner vielen anzüglichen Zeichnungen, haben angefangen, sich malen zu lassen. Und das Ganze war 1917, 1918. Er hat auch die ganze Zeit weiter natürlich solche Gemälde gemacht. Und diejenigen von Ihnen, die jetzt genau hingeschaut haben, denen fällt vielleicht auf, dass dieses Gesicht vorher schon mal vorkam. Und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Adele Bauer, nämlich seine Adele Harms, nämlich seine Schwägerin, die er in dieser Phase dann auch sehr viel gemacht hat. Er hat aber auch solche Bilder angefangen zu malen, abstrakte Bilder, und das wäre sehr spannend zu sehen gewesen, wie er in der Auseinandersetzung mit der internationalen Kunstszene. Picasso hat zu dieser Zeit die Mademoiselle d'Avignon gemalt, er hat die ersten Kontakte nach München zu Kandinsky hergestellt. Die EF-Sensationsausstellung 1918 sollte ganz von ihm bestritten werden, er hat dieses Plakat dafür entworfen. Und nicht zuletzt ist Klimt 1918 im April gestorben, sodass der Platz des großen Porträtmalers in Wien ganz frei war. Und als sich das alles so gewendet hatte, er hat im Sommer
1918 ein neues großes Atelier bezogen. Damit hatte er zwei Ateliers, das eine haben Sie vorher gesehen, hat ihm die Krankheit eingeholt. Zuerst seine Frau. Er hat ihr streng verboten, einkaufen zu gehen, weil zu dieser Zeit die Grippe in Wien kassierte. Wir werden gleich noch kurz darüber reden. Die Geschichte in der Familie ist, ja, das trotzdem getan und hat sich dann von einem ungarischen Gemüsehändler angesteckt. Das ist die Geschichte, die ihre Schwiegermutter immer erzählt hat. Nichtsdestotrotz, sie ist gestorben innerhalb von 8 Tagen. Und dann hat sie ihren Mann angesteckt während dieser Zeit. Er war schon fiebrig, als er sie gemalt hat in dieser letzten Szene. Das ist seine Todesanzeige. Von ihr gab es eine, und das hier finde ich ganz anrührend, das sind ihre Testamente. Die Testamente sind allerdings nicht zu dieser Zeit, sondern bereits 1915 von beiden geschrieben worden, wie man sich das von einer Künstlerin hier vorstellt, nicht sehr kenntnisreich. Er hat vor allen Dingen hier gesagt, was mit seinen Bildern passieren soll und wann und wie sie verkauft werden sollen. An was sind nun beide gestorben? Das haben wir schon erwähnt. Und damit möchte ich den Vortrag dann mit ein bisschen Medizin abschließen. Sie sind an der spanischen Grippe gestorben. Ich habe Ihnen versucht, am Anfang des Vortrages so eine Vorstellung zu geben des künstlerischen Wiens, damit man so ein bisschen Egon Schiele verstehen kann, damit diese ganze Pornografie, die dort immer eine Rolle spielt, alles das, was man mit Schiele assoziiert, dass man das ein bisschen einbetten kann in den Geist der Zeit und dass vieles davon zumindest verständlich wird. Dieses hier, der Tod der beiden Schieles der Familie vor dem Hintergrund der spanischen Grippe, ist schwierig vorstellbar. Wir haben hier in der MAH vor einigen Jahren eine Epidemie gehabt. Wir hatten damals in Mendenbefehl 820 Infizierte in ganz Norddeutschland. Und es sind ganz wenige gestorben. Das hier ist die Totenliste von Boston im Oktober. Hier sehen Sie September und Oktober zusammen. Das sind 3.800, die allein in Boston gestorben sind. Hier sehen Sie aus der Zeit die Zeitung 6 Millionen. Alles ist geschlossen und das zeigt Ihnen die Lazarette, in denen man die Erkrankten untergebracht hat. Das sind die Todesraten von Ende September bis Mitte November in New York, London, Paris, Berlin. Und Sie sehen, das sind hier in Tausenden dargestellt, eine unglaubliche Menge von Patienten, die erkrankt und an dieser Erkrankung verstorben sind. So hat das angefangen in Krankenstationen, das sind in den USA. Und so ging es dann innerhalb von wenigen Wochen weiter mit einer Menge von Erkrankten, die an dieser Erkrankung verstorben sind. Und das nicht nur in Amerika, sondern in Deutschland und quer über die Welt verstreut. Das zeigt Ihnen die Ausbreitung der Erkrankung und des Viruses. Das heißt, es ging in verschiedenen Wellen, wahrscheinlich von Europa ausgehend nach Nordamerika, aber dann auch über den Rest der Welt, und fast keine Gegend ist davon nicht betroffen gewesen. Das hier sind Grippetote in Labrador 1918, für die hier Gräber ausgehoben werden. Und das hat noch lange Zeit hinterher Auswirkungen gehabt, weil diese Toten wurden in Permafrostgruben beerdigt und konnten vor einigen Jahren wieder ausgegraben werden, weil man mit Hilfe von molekulargenetischen Methoden dann das Virus isolieren konnte und weil wir dieses Virus inzwischen sehr genau kennen. Das heißt, an verschiedenen Stellen auf der Welt hat man diese Isolate gewonnen, und das zeigt Ihnen die Massengräber. Mehr als 50 Millionen Tote weltweit, und das ist eine konservative Schätzung. Natürlich ist es in vielen Gegenden nicht geschätzt worden. Wissen wir, woher das kommt?
Ich traue mich das gar nicht, weil hier nun Infektiologen sind, die sich mit Viren und mit diesen Erkrankungen wesentlich besser auskennen als ein Nephrologe. Aber nach wie vor ist es nicht richtig klar. Und ich möchte ganz zum Schluss Ihnen zeigen, wie vielfältig Wissenschaft auch sein kann. Wir haben gerade über diese Wiener Kaffeehausatmosphäre geredet. Wir wollen jetzt das Ganze hier nicht in einem Kaffeehaus wandeln. Aber ich möchte Ihnen einige wissenschaftliche Hypothesen zumindest vorstellen, die einen Teilaspekt erklären können. Das zeigt Ihnen den Einsatz von Polizisten zum Darreinsatz. Ich werde Sie nicht damit langweilen. Das ist spannende Wissenschaft, wie sich denn die Virulenz eines Erregers tatsächlich manifestiert. Das ist ja nicht nur so, dass sich die Gene hier von verschiedenen Tierarten dann zusammensetzen können und im Menschen sich zu einem neuen Virus formieren. Das ist bestimmt eine der Mechanismen, aber dann ist die Frage, wie denn ein solches Virus dann so tödlich wird, dass es tatsächlich sehr viel leichter in Zellen eindringt und dass es die Zellen umbringt. Und da gibt es nun eine ganze Reihe von Hypothesen dazu, wie das molekular funktionieren kann. Eines der großen Rätsel dabei ist die Altersverteilung. Bei dieser Grippeepidemie, das wissen die meisten von Ihnen, sind eben nicht die älteren Patienten gestorben, so wie wir heute bei Grippeepidemien häufig dann immungeschwächte Patienten haben, sondern das ist aus 5 Städten insgesamt alle zusammengetragen bezüglich des Alters. Und da sehen Sie, wo liegt der Gipfel? Der liegt genau am Todesjahr von Egon Schiele. 28 Jahre ist das Alter, in dem die meisten in dieser Grippeepidemie gestorben sind. Das ist nur ein offensichtlich zufälliger Zusammenhang. Aber die Frage ist, warum ist das so? Und eine Erklärung dafür ist, dass die immunologische Reaktion dieser jungen Menschen anders war als diejenigen von den noch kleineren, die nicht mehr gestorben sind, und von denjenigen, die noch älter sind. Und einer der wissenschaftlichen Artikel von letzten Jahr aus einer unserer großen Zeitschriften, Proceedings der National Academy of Science, die haben nun alles Material analysiert an Viruszusammensetzung. Wir haben uns hier die verschiedenen Genome dargestellt. In blau ist das Genom dieses tödlichen Virus dargestellt. Und deren Vorstellung ist, dass dieses Genom vorhanden war, dass dieser Virus vorhanden war, aber unglücklicherweise für ein paar Jahre gab es dieses Virus nicht. Das heißt, in den immer wiederkehrenden Grippeepidemien gab es hier keine Immunität dagegen. Und als es dann wieder kam, zu diesem Zeitpunkt 1918, dann gab es diese dramatische Zunahme an Erkrankungen. Das Ganze kann man auch andersrum betrachten, indem man sagt, es ist eine überschießende Reaktion dieser Generation auf ein verwandtes Virus, was sie am Anfang des Jahrhunderts gesehen haben. Spannend finde ich auch eine Hypothese, die ein bisschen weiter hergeholt ist, ein bisschen exotischer ist, dass das Ganze aus fernen Ländern kommt, nämlich aus China. Es gab 2 Jahre vor dieser großen Epidemie eine Epidemie in China und diese Epidemie ist dann transportiert worden, so ist die Hypothese, zuerst nach Europa und dann wieder zurück in die USA. Und was ich spannend daran finde, ist, wie kommt eine Epidemie aus China zu der damaligen Zeit nach Europa? Das war mitten im Ersten Weltkrieg. Und die Alliierten haben Arbeiter angestellt in China, große Mengen, fast 100.000 chinesische Bandarbeiter, wenn sie so wollen, sind über den Pazifik zuerst und dann mit dem Zug durch Kanada und dann an die Front gebracht worden, um dort Schützengräben zu graben, damit die Soldaten der jeweiligen Armee entlastet wurden. Und da gibt es ausgedehnte Berichte, dass viele von diesen Zügen vollgepackt waren mit grippeerkrankten chinesischen Wanderarbeitern und teilweise Berichte, dass die dann hier in Feldlazaretten versorgt werden mussten, weil sie so krank waren auf ihrem Transport an die Front und dort in Europa ist das erste Mal die Erkrankung aufgetreten.
Und die letzte Hypothese dazu erklärt bestimmt nicht die Vielzahl der Erkrankungen, aber finde ich eine ganz schöne Lehre für Medizin und für Therapie. Sie können sich vorstellen, es gab natürlich, das ist aus einer österreichischen Zeitung, aus einer habsburgischen Zeitung, es war ja gerade in Habsburg, das heißt, es wurde damals natürlich auch viel gelesen darüber, wie behandelt man dann, es gab Vorschläge, es gab Guidelines dazu, also Leitlinien, wie man damit umgehen soll, und ein wichtiges Medikament dabei war Aspirin. Sie sehen hier sehr schön, die Firma Bayer hat zum damaligen Zeitpunkt noch ganz andere Wirkstoffe vertrieben, die frei erhältlich waren. Aber Aspirin von Bayer, ja schon im Jahrhundert davor eingeführt, ist 1916 aus dem Patent geschüttelt lassen worden. Sodass es dann eine ganze Vielzahl von Anbietern gab für Aspirin, für Acetylsalicylsäure. Und das war nun das Mittel gegen Fieber. Und das ist hier in Englisch, aus der englischsprachigen Literatur. Die Verordnungsvorschriften oder die Anleitungen dafür, wie viel Aspirin man geben sollte, waren exzessiv. Dieses hier sagt, man sollte so viel geben, bis das Fieber weg ist, und zwar alle paar Stunden ein paar Gramm. Sie kennen sich alle damit aus. Wenn Sie richtig krank sind, nehmen Sie so ein halbes Gramm. Und wenn es Ihnen ganz schlecht geht, wenn Sie jugendlich sind, dann vielleicht mal ein Gramm. Aber hier wurden 20, 30 Gramm am Tag gegeben. Und das kennen nun die Mediziner ganz gut. Aspirin hat vor allen Dingen dann, wenn man die Ausscheidung gar nicht richtig regulieren kann, hat eine Wirkung auf diese jungen Männer gehabt, sodass ein Teil dieser Patienten bestimmt viel zu viel Aspirin bekommen hat und an den Auswirkungen, das ist eine Hypothese von einer jungen Klinikerin aus den letzten Jahren, an einem sogenannten Reihe-Syndrom verstorben ist. Und damit wäre ich am Ende, fast punktgenau. Wir haben eine ganz lange Reise gemacht, um einen Teil von Egon Schieles Leben kennenzulernen. Wir haben Dinge weggelassen, zum Beispiel, was hat er im Ersten Weltkrieg gemacht? Er musste nicht an die Front, er war in Wien, hat seine Frau mal eingestellt, dass sie ihm Essen vorbeibringt. Wir haben aber die wesentlichen Schritte dargestellt und ich hoffe, dass Sie Egon Schiele besser verstehen konnten und dass Sie etwas aus dem Leben der damaligen Zeit mitgenommen haben. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.